dass sie kräftig tun. Wer war das? Na klar, immer nur schön weg mit dem Dampf. Gott schütze uns vor Weibern und Kindern. Meg, es ist Zeit für Brennys Bad. Und was ist mit deinen Schulaufgaben? Ach, nur noch ein bisschen. Sofort. Ali. Ja? Bad ist fertig für Brenny. Ja, gut. So, komm, kleiner Mann. Das ist die Adelaide. Transportiert Passagiere? Die Adelaide ist jetzt mein Boot und ich bin stolz darauf, Captain Edwards. Ist das wahr, Hungertuch? Mrs. Edwards? Captain Hopkins hat eine feine Nase für ein gutes Geschäft. Ich habe mir Ihr Angebot durch den Kopf gehen lassen, Mr. Blackwell. Wie lautet Ihre Antwort? Die gebe ich Ihnen auf der Stelle. Du verkaufst sie doch nicht, Dad. Als wir die Wolle aufgeladen haben, gab es kein Transportverbot. Aber jetzt sind wir im Streik, Mrs. Und ich kann Ihnen nur raten, stecken Sie Ihre Nase nicht zu tief in Männerangelegenheiten. Kannst du schwimmen? Nein. Brenton, das darf doch nicht wahr sein. McLean. Was ist da unten eigentlich los? Nichts, Sergeant. Nur ein paar Jungs, die sich abkühlen, das ist alles. Holen Sie diese Idioten aus dem Wasser, bevor sie ertrinken. Und jetzt alles herhören. Die Nächsten, die sich anfangen rumzuprügeln, lasse ich eine Abkühlung erster Klasse in meinem Gefängnis zukommen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Schön hochziehen. Ja, das reicht, Gordy. Ein bisschen tiefer, ja. Gut, wir machen doch einen richtigen Maschinisten aus dir, was? Ein Skipper.
So, einen Skipper, ja? Na gut, einen Skipper. Der Streik weitet sich aus. Er kommt für uns zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wir können nichts dagegen unternehmen. Es ist nicht unser Kampf. Das mag sein, aber wir haben schwer darunter zu leiden. Nur keine Sorge, das wird schon wieder. Onkel Charles! Ich sah die Philadelphia zurückkommen und man sagte mir, dass ich euch Onkel hier finde. Onkel Charles ist da! Oho, bist du gewachsen. Wie war die Fahrt? Ach, ganz passabel. Also das ist eure neue Maschine. Alle Welt redet nur noch von dem Ding. Die ist prima. Damit sind wir die schnellsten auf dem Fluss. Mit Abstand. Ja, das glaube ich dir gerne. Aber sie muss euch doch ein Vermögen gekostet haben. Aber sie bringt uns auch ein Vermögen ein. Je schneller wir sind, desto öfter fahren wir. Und umso mehr Geld verdienen wir. Das macht die Flussschifffahrt wieder zu dem, was sie war. Ja, wir wollen es hoffen. Zu dumm, dass es zu spät für die Emmy Jane ist. Jimmy hat Arthur Blackwell viel Geld geschuldet und das konnte er nicht mehr zurückzahlen. Blackwell ließ daraufhin pfänden. Heute Nachmittag findet ein Abschiedstreffen statt. Vielen Dank. Danke. Danke, Charles. Danke. Ach, das ist wirklich eine Schande. Das macht doch gar keinen Sinn. Mr. Blackwell hält das für eine gute und sinnvolle Geschäftspraktik. Ha, sinnvoll? Schnappt sich Jimmys Boot? Schmeißt ihn auf der Stelle raus? Und dann lässt er das Boot am Ufer verrotten. Nennst du das vernünftig? Mr. Blackwell sagt, es gibt zu viele Boote und die Alten, die sich nicht länger rentieren, müssen weg. Das ist typisch für Blackwell, einen Mann zu treten, wenn er am Boden liegt. Danke, Hungertuch. Du verkaufst doch nicht auch, oder Harry? Hier, bitte. Hier bleibt vielleicht nichts anderes übrig. Na, jedenfalls, die Philadelphia bekommt er nicht. Dieser Streik trifft uns verdammt hart. Hey, Jimmy. Das ist von uns. Danke. Mach's gut. Viel Glück. Der Streik dauert nicht mehr lange. Danke. Es ist nicht nur der Streik. Mein Boot ist schon recht alt. Die Zeiten sind hart. Deshalb muss doch keiner vom Fluss weg. Mr. Blackwell heuert Skipper an. Ja, du meinst so wie dich, was, Hungertuch? Ich hab dir schon mal gesagt, Teddy, dass ich nicht so genannt werden will. Passt aber verdammt gut zu dir. Hör zu, wenn wir zusammenhalten und den Flusshandel wieder zu dem machen, was er war, bekommt Blackwell keines unserer Boote mehr. Wie finden Sie es, Samuel? Sehr beeindruckend, Mr. Blackwell. Fortschritt. Sie müssen immer mit der Zeit Schritt halten. Harry! Harry, wollen Sie zu mir? Ich wollte Sie sprechen, Mr. Blackwell. Gut, kommen Sie rein. Die Papiere sind fertig. Wissen Sie, eigentlich komme ich nur, um Ihnen zu sagen, dass ich nicht verkaufen will. So. Ich fahre das Boot noch eine Weile. Wir haben das untereinander besprochen. Wir denken, dass es schon bald wieder aufwärts geht. Also behalten wir unsere Boote lieber noch. Einer von euch ist doch wohl Captain Edwards, oder? Ja, Teddy gehört zu uns, ja. Trotzdem danke für Ihr Angebot, Mr. Blackwell. Oh, keine Ursache, Harry. Das macht ja nichts. Gut, das freut mich. Dann auf Wiedersehen. Wir sehen uns noch, Hungertuch. Ganz ruhig, du hast schön gut. Ja, fein, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Brav, mein Junge, brav, mein Junge. Ganz ruhig, ja. Ja, so ist gut, mein Kleiner. Alles halb so viel, so ist gut, ja. So ist brav. Vielen Dank. Alles in Ordnung, Ma'am? Ja, mir geht's gut, danke. Daly, ist etwas passiert? Nein, mir geht's gut. Ich muss mich wirklich bei Ihnen entschuldigen. Mein Name ist Melville. Robert Melville. Ich bin ja so erleichtert, dass Ihnen nichts passiert ist.
Wenn das Ihr Tier ist, Sir, muss ich im Namen meiner Ich fühle mich verantwortlich. Ich möchte Ihnen gerne eine kleine Entschädigung anbieten. Ja, sicher, doch. Ich glaube, wir kommen zu einer zufriedenstellenden Einigung. Würdest du mich bitte zurück zu Philadelphia begleiten, Onkel Charles? Guten Tag, Mr. Melville. Danke, guten Tag. Die Philadelphia. Ist das Ihr Boot? Ja. Ich biete Ihnen einen Auftrag an. Ruth! 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 Das Boot kommt gerade. Das ist ja wundervoll. Hey Jeff, ruf mal ein paar von den Jungs zusammen, ja? Vorsicht, wir wollen doch dem vornehmen Herrn nicht das Mobiliar zerschrammen. Ich bin auch Maschinist und kein verdammtes Hausmädchen. Auch das ist eine Fracht und wir werden gut bezahlt dafür. Die verdammten Weiber sollten sich mit diesem Mist abrackern, finde ich. Bin bloß froh, wenn wir wieder anständige Wolle transportieren. Mrs. Melville ist offensichtlich eine Frau von Geschmack. Mrs. Melville kann sich das auch offensichtlich leisten. Oh, Brenton. Sollte noch etwas höher hängen. Sieh mal! Mami hat das Bild gemalt. Nein, mein Schatz, dieses Bild ist von einer Künstlerin aus Melbourne. Nein, es ist von ihr! Ist das denn wirklich der Name eurer Mutter, Philadelphia Gordon? Ja. Ja. Mrs. Melville. Ich bin so erfreut, dass ich Sie einmal kennenlerne. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie Philadelphia Gordon sind. Ich besitze einige Ihrer Bilder. Oh, meine Bilder sind im Laufe der Jahre etwas in Ungnade gefallen. Für mich zählen Sie immer noch zu meinen Lieblingsbildern. Jetzt weiß ich auch, warum. Es ist all das. Es ist Ihr Leben. Sie lieben es und zeigen das auch auf der Leinwand. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Meine Gute, würden Sie mir vielleicht einen großen Gefallen erweisen? Wenn unser kleines Heim eingerichtet ist, würden Sie denn gerne zum Nachmittagstee kommen? Oh, danke. Aber das Problem ist, dass wir nie wissen, wo wir am nächsten Tag sein werden. Oh ja, ich verstehe. Wieso kommen Sie und Ihr Gatte nicht heute mit uns zum hiesigen Tanzvergnügen? Oh, unglücklicherweise ist Robert kein begeisterter Tänzer. Mein Mann ist ein sehr guter Tänzer. Mrs. Melville?